Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 Unileben. Und ja, wir haben hier erfolgreich unseren Jubel ausgedingst und dann werden wir gleich auch den dritten machen. Und danach verziehen wir uns, denke ich, mal woanders, denn da haben wir das abgeschlossen. Zur Sprechstunde gehen, ja, das haben wir jetzt halt wieder verpasst. Ist ja nicht so tragisch. Den haben wir abgeschlossen. So, jetzt fehlt uns eigentlich noch das Ding, dass wir einen Rivalen beleidigen oder zumindest dingsen. Wir machen jetzt keine Wasserspielball, was auch immer, Schlacht. Weil wir gehen nämlich nochmal auf das andere Uni-Gelände. Und dann treffen wir da wahrscheinlich wieder diese Mädels. Aber die können wir ja wieder ein bisschen verhöhnen. Die haben bestimmt nichts dagegen. Siehst du, da warten sie doch schon. So, diesmal bist du dran. Ja, ich weiß, ihr mögt mich nicht. Und ich sehe nichts. Kamera. Mimi. Ach, guck mal, hier ist ja auch Ashley. Du hast ja alles soweit abgeschlossen, Supi. Selfie mit Maskottchen machen. Ja, das habe ich halt nicht hingekriegt. Was können wir denn sonst noch machen? Eigentlich dann nichts mehr, ne? Das heißt, wir fahren heim, machen uns soweit fertig und dann gehen wir ins Bett oder so. Oder wir unterhalten uns noch ein bisschen mit unserem lieben Marco, der echt immer total süß drauf ist, wenn wir in seiner Nähe sind, also mit Anflirten und so. Also der scheint wohl richtig tolles Interesse zu haben. Was ist denn los? Sind wir jetzt nicht mehr irgendwie Dings oder so miteinander? Doch, eigentlich schon, oder nicht? Ja, nimm dir ruhig was. Du musst aber aufs Klo, meine Liebe. Ja, wie? Du willst nichts essen? Ich kann das Ei auch essen. Man kann auch ruhig nochmal einen Techtelmechtel haben. Also ich denke mal, er hat auch nichts dagegen. Also er sieht wirklich sehr gut aus. Also sag mal, wir wollten doch jetzt eigentlich einen Techtelmechtel machen, ne? Und dann holst du einfach deinen Lehmklumpen raus. Also so Sachen gibt's. Hier hinbringen, bitte. Klo, duschen und Hausaufgaben machen. Nein, du musst keine Hausaufgaben machen. Du musst auch keine Hausaufgaben machen. Wie lange haben wir denn eigentlich noch? Noch 2 Tage. Oh, noch ein Techtelmechtel. Okay, gut. Ja, das hat sich irgendwie überdingst. Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, kein Problem. Mache ich doch gerne. Ist jemand hier?
Okay. Keine Ahnung, was das jetzt war. Gibt's eigentlich schon neue Aufgaben? Nö. Gut. Jetzt habe ich natürlich den Service-Bot. Also, jetzt habe ich hier tausende an Bots. Aber nicht das, was ich eigentlich herstellen wollte. Und jetzt habe ich die ganzen Dinger nicht mehr. Muss ich wieder 9 Mechanismen machen. Und 8 Computerchips. Super. Naja, dann werde ich das halt gleich mal machen. Musst du heute zur Uni? Nö. Musst du nicht. Dann ist doch mal gut. Musst du heute arbeiten? Nein, auch nicht. Sehr schön. Nee, du machst jetzt Computerchips bis zum Umfallen. So, dann können wir auch das verdorbene Essen mal raus sortieren. Und dann kannst du hier ein bisschen weiter essen. Aber nur ein bisschen, ne? Und diesmal möchte ich gerne meinen Servicebot auch fertigstellen. Also, dass ich nicht mehr viel ausgebe an Material. So, es gibt neue Aufgaben anscheinend. Ach nee, nicht schon wieder. Aber gut, wenn das dann halt die Punkte auch voranbringt in der Gruppe und wir wollen ja schließlich aufsteigen, dann müssen wir das wohl auch machen, ne? Servicebot, Putzbot hatten wir noch nicht. Da fehlt uns aber ein gewöhnliches Tuning-Teil. Und wir haben unsere ganzen Altmaterial-Sachen verschleudert. Ist ja natürlich ganz toll. Laufen die denn jetzt alle in Badekleidung rum? Habe ich was verpasst? Okay, wie dem aus... Dich kenne ich doch irgendwo, ja. Na, egal. Ich wollte eigentlich Dinge bestellen. Und zwar... Tuning-Teile. Schade, dass man das hier nicht... einfach bearbeiten kann und die Zahl reinschreiben kann, sondern man muss halt hier wie ein Wilder draufklicken. Naja. Aber wir haben ja fast die 99 erreicht. Ich hätte auch gerne mehr als 99 gewöhnliches Tuning-Teil. Holen wir uns jetzt auch mal. Teil für Elektrogeräte. Ich meine, wir haben ja genug Simoleons. Also kann man auch schließlich sich die Sachen auch besorgen. Und da wir ja hier kein Andy haben, der sich darüber beschwert. Ja. Ich will jetzt einfach von allem mal genug kaufen. Auch wenn wir das für die Küche, ich weiß nicht, ob wir das für einen Bot brauchen. Und dann hier noch. Klick, 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 klick. Oh Mann. Stunden später. Ja, la 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 la. So, fertig. Endlich geschafft.
So, wie wär's, wenn du auch mal so bartechnisch dich frisch machst? Ah, guck mal. Und dann gehst du unten an die Do Okay. Die Bordgelehrten veranstalten gerade ihren Service-Bord-Wettbewerb. Ich weiß nur nicht, ob ich da einen jetzt mitnehmen kann. Ich meine, ich könnte ihn hier. Im Inventar platzieren. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir Chancen haben, da zu gewinnen, ne? Ich meine, der ist ja schon irgendwie Verbesserungsstufe, also er ist ja schon Stufe 9. Also, warum nicht, ne? Der findet ja hier statt, ne? Ach, guck mal, da ist auch wieder ein Servo. Wer ist denn hier eigentlich? Ach, du hier, ne? Anmelden. So, dann soll er sich das mal angucken und ich möchte mir gerne ein Hühnchenkebab besorgen, während der sich das anguckt. Ach ja. Das ist einfach sehr schön und ich bin mal echt gespannt. Ist denn jetzt weiß ich den Namen nicht mehr. Ist der eigentlich auch in der Gruppe drin? Dieser. Marco? War Marco nicht eigentlich auch in der Bot-Dings? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Was ist mit dem? Ach, der fährt mit seinem Dings hier hin, okay. Und du gehörst auch hier in den Club, ne? Dann reden wir doch mit der mal von Robotern und über Strategie zum Schrottsammeln. Veranstalten gerade ihre Kreativitätsfeier im Innenhof. Okay. Ja, lass mich mal gucken. Wie lange geht denn das? Bis 21 Uhr. Und das geht bis 18 Uhr. Das heißt, wenn hier dann feststeht, wer gewonnen hat, dann machen wir uns mit Ashley auf den Weg zu dieser Kreativitätsfeier. So. Ja, die hier fliegen ganz fleißig rum. Und der macht sich Notizen, der Servicebot-Juror. Da bin ich mal gespannt, wie unsere Chancen so sind, ne? Zur Musik wippen. Ah, cool. Ah, das ist dieser Partybot, ne? Oh, wie schön. Endet in einer Stunde. So, wie sind denn die anderen so? Verbesserungsstufe 1? 1?
Eins. Zehn. Ah, das ist unserer. Ist ja cool. Also, ich denke mal, vielleicht haben wir ja gute Karten, ne? Der Bruno ist schon wieder fertig. Irgendwie. So, kann ich mit ihm eigentlich auch reden? Fröhlich vorstellen. So, und wer hat jetzt gewonnen? Hat jetzt jemand Spezielles gewonnen? Leider wurde der Servicebot von Sch Ja, und wie soll ich das jetzt verstehen? Ja, jetzt nicht. Schade. Na gut, dann werde ich mal direkt umschalten auf Charlie, auf Charlie, auf Ashley. Und dann gehen wir auf dieses Kreativitäts-Dingsbums. Karte. Ach Quatsch. Würdest du dich jetzt noch vielleicht gerne umziehen? Vielleicht das hier. Und dann gehen wir zu dem Ereignis alleine. Weil genug Zeit ist auf jeden Fall, dass wir da noch was mitkriegen. Aufgaben haben wir jetzt, glaube ich, nicht so viele gemacht. Schon wieder hier. Hier drüben sind die. So, und was machen wir jetzt hier? Ermutigen, Street Art zu malen. Okay. Ah, okay. Cool. Dann mache ich doch hier mal gerade mit. Und jetzt lassen mich alle alleine. Was ist denn los bei euch? Also ich finde das richtig gemein, dass ich hier einfach stehen gelassen werde. Ah, wenigstens er sprayt noch mit und jetzt kommen die anderen auch. Endet in einer Stunde schon. Okay. Dann können wir ja eigentlich die Statue hier auch mal reinigen. Also okay, die sprayen hier dann also rum. Das ist doch auch mal schön zu sehen. So, und dann ist wahrscheinlich dann alles vorbei, ne? Da kommt jemand auf dem Fahrrad angefahren. Was ist los? Ach. Was? Achso, du hast das doch weggemacht, oder? Gut. Okay, dann können wir ja eigentlich wieder nach Hause düsen, ne? Dann nehmen wir Charlie mit. Weil die hing ja noch bei dem Roboterwettbewerb fest. Aber ich weiß nicht, wovon das abhängt, dass wir dann auch mal gewinnen, ne? Ich meine, unser Roboter, der war ja eigentlich auch ganz gut dabei. Ah, naja. Gut. Dann gucke ich mal, ob ich noch irgendwas erledigen kann. Unter Umständen für die Kunstgesellschaft. Und zwar wieder so ein impressionistisches Gemälde. Am besten ein kleines. Also ich glaube nicht, dass wir das schon abgeschlossen haben. Okay, wenn das halt der Fall sein sollte, dann malen wir halt eben ein klassisches.
danach. Oho, wir haben ein Meisterwerk. Oh mein Gott, das sieht auch wunderschön aus. Meisterwerk hängen wir hier unten hin. Was haben wir? Pop-Art-Gemälde. Klein. Bitte an die Pinsel und los. Das ist auch schön. Und noch ein Meisterwerk. Fantastisch. Und dann hätten wir die Aufgaben zumindest mal erledigt. Ja, ich glaube, wir konzentrieren uns tatsächlich mal auf die Kunstgesellschaft, weil die finde ich richtig interessant. Figurenmalerei. Und wann geht das? Heute Nachmittag um 15 Uhr. Und wann musst du zur Uni? Dienstags und donnerstags. Also wenn das so entspannt läuft, dann kann das doch alles gar nicht so schief gehen, ne? Und bei der Charlie würde ich fast sagen Intelligenzbestien. Zwar gucken wir uns trotzdem noch die restlichen Sachen immer mal wieder an und machen auch die Aufgaben für die andere. Wobei, hier steigst du ja bald auf, ne? Unter Umständen kümmern wir uns dann in der nächsten Folge vielleicht darum, dass du nochmal so einen Plapperbot. Oder wir haben jetzt einen Partybot, wir haben einen Reparaturbot und ich glaube, wir wollten als nächstes den Putzbot machen. Dann hätten wir nämlich alle pfirsichfarbener. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. So, aber meine Lieben, das machen wir in der nächsten Folge und bis dahin, tschüss!